Hallo, ich bin Kathi von Katela und heute zeige ich euch, wie ihr die Veritas Melanie Overlock Maschine ganz einfach einfädeln könnt. Um die Veritas Melanie einzufädeln, gibt es mehrere Möglichkeiten. Einerseits könnt ihr hier den Faden einfach abschneiden mit einer gewissen Länge und dann verknoten und ganz langsam nähen, weil dann ziehen sich die Fäden einmal durch. Hier ist es aber wichtig, bei den Nadeln aufzupassen, weil die meisten Knoten dann nicht durchgehen. Deswegen zeige ich euch jetzt aber auch einmal, wie man die Melanie richtig einfädelt. Ihr habt hier auch nochmal das Bild mit den Zahlen 1, 2, 3 und 4. Dort wird euch auch nochmal angezeigt, wie ihr die einzelnen Fäden einfädelt. Aber wir gehen das jetzt alles Schritt für Schritt nochmal zusammen durch. Keine Sorge, solange das Fach auf ist, ich drücke gerade unten auf den Fuß, passiert nichts. Ihr müsst also keine Sorgen machen, dass die Maschine einfach anfängt zu nähen oder ihr müsst sie auch nicht ausmachen. Da gibt es den automatischen Nähstopp. Jetzt fangen wir mit der grünen Reihe an. Das ist quasi der zweite von rechts. Da haben wir hier den Faden, der hier einmal durch die Metallschleife durchgeht. Lieber immer ein bisschen weiter als oder länger als kürzer. Dann legt ihr euch den Faden quasi hier einmal drauf, dass er hier auch nachher reinrutscht. Schiebt den hier oben um diesen Metallknopf rum, unter die Öse und hier nochmal unter den Arm, da rutscht es einfach durch. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einmal festzieht, läuft der Faden hier drunter, kommt hier wieder hoch um den Knopf rum und geht dann nach unten. Und hier haben wir dort wieder die nächste grüne Markierung. Dort fädeln wir einmal ein, fädeln weiter durch die nächste grüne Markierung. Das ist hier diese. Dann die dritte unten ist diese. Und dann kommt jetzt als letztes dieser Arm hier oben. Sollte der komisch stehen, könnt ihr immer mit dem Handrad ein bisschen drehen. Und um das Ganze einfacher zu machen, haben wir ja hier in unserem Materialfach die Pinzette. Die können wir nämlich jetzt einfach verwenden und den Faden nehmen. Und durch das Loch dieses Armes durchschieben. Sobald es ein bisschen durch ist, kann man da nämlich mit der Pinzette auf der anderen Seite nachgreifen und den Faden einfach durchziehen. Grün wird hier angegeben, soll man nach rechts legen. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Also bitte einmal komplett durchziehen und dann mit dem nächsten Faden beginnen. Das ist die 2, der ganz rechte Faden. Hier ist dasselbe Spiel wie gerade eben auch. Wir legen ihn hier ein. Dann gehen wir einmal um den Metallknopf drumherum. Unten drunter und rein in das Ärmchen. Ziehen einfach alles durch und landen hier in der ersten roten Abteilung. Das können wir ein bisschen nachziehen. Dann gibt es hier unten zwei Ärmchen, die nebeneinander stehen. Das erste Ärmchen wird von unten eingefädelt. Auch hier habe ich wieder den Faden zwischen den zwei Fingern. Das zweite wird von oben eingefädelt. Und jetzt gibt es eine Situation. Na, einen haben wir noch. Der wird auch wieder von unten eingefädelt hier. Und jetzt kommt die Situation, die vielleicht das erste Mal ein bisschen schwierig ist. Da seht ihr, hier gibt es eine Zacke bzw. eine gestrichelte Linie. Es ist aber eigentlich ganz einfach. Es gibt hier einen Haken unten bei der letzten roten Markierung. Und da seht ihr, wenn ihr den dort nach oben schiebt, bewegt sich hier oben was. Da gibt es eine kleine Einbuchtung. Dort legt ihr einfach den Faden rein und schiebt dann den Faden nach oben. Sollte dieser Arm oben blockieren, dreht ihr einfach ein bisschen mit dem Handrad die Nadel nach unten. Dann rutscht er nämlich ganz nach hinten durch und der Faden wird hinten direkt in die richtige Positionierung geschoben.
Jetzt können wir uns wieder unsere Pinzette dann nehmen. Denn die letzte Markierung ist hier das Ärmchen. Auch das kann man sich in eine bessere Position mit dem Handrad bringen. Und dann einfach mit der Pinzette durch das Loch. Und der rote Faden sollte, wie auf dem Bild erkennbar, nach links durchgezogen werden. Das waren jetzt die zwei Unterfäden quasi. Jetzt fädeln wir die zwei Fäden ein, die wirklich durch die Nadeln gehen. Und fangen hier mit dem blauen an. Das ist der zweite von links. Auch hier wieder genau das gleiche Spiel. Einmal in die Rolle rein, um den Metallknopf, dann unten drunter und um das Ärmchen. Und hier müssen die Fäden unter dieser Metallabdeckung durchgeführt werden. Und dann hier rein. Hier seht ihr den Pfeil, es geht wieder nach unten. Und dann kommt der blaue Faden in die rechte Einkugelung. Jetzt holen wir uns die Nadeln mal nach oben. Dann schiebt man den Faden einmal hier rein und fädelt den Faden durch die rechte Nadel. Das kann man mit der Hand tun. Oder wenn es einem leichter fällt, auch mit dem Faden, mit der Zange den Faden einfach nachgreifen und den dritten Faden dann nach rechts durchschieben. Wie ihr seht, ich lasse die Fäden relativ lang, dann passiert es auch nicht, dass der Faden nachher bei der ersten Naht komisch wieder rausgezogen wird und ihr nochmal komplett von vorne einfädeln müsst. Jetzt müssen wir nur noch den letzten Faden einfädeln. Wir sind also schon fast durch. Hier dasselbe Spiel, oben wieder rein, um den Metallknopf rum, drunter und unter das Ärmchen. Dann ziehen wir ihn hier unter der Metallverkleidung durch. Hier wieder in der Kurve runter, dieses Mal von links rein. Und diesen Faden dann einfach in die linke Nadel einfädeln. Und den Faden ziehen wir nach links weg. Wir haben also zwei Fäden, die nach links gehen. Das ist 2 und 4. Und zwei, die nach rechts gehen. Das sind 1 und 3. Jetzt nur noch zuklappen und dann an einem Reststück einfach mal nähen. Runter, das Füßchen nicht vergessen. Und in den Einstellungen ist es einfacher, wenn man erstmal bei 3 anfängt oder vielleicht auch 4. Dann kann man nämlich nachher die Naht einmal überprüfen. So. So, wie ihr seht, die Naht hat funktioniert und an dieser Seite zieht es den Faden, den einen Unterfaden, ein bisschen auf die Rückseite. Wie ihr das einstellen könnt, zeige ich euch gleich. Hier seht ihr, dass die Overlocknaht richtig eingestellt ist, denn der Vorder- bzw. Ober- und Unterfaden enden genau auf der Stoffkante. Und das ist quasi die Kunst, beziehungsweise gar nicht so schwer, das richtig einzustellen. Für den Jersey verwende ich meistens die Einstellung 3, 3, 3, 3 oder eben alle auf 4. Ich zeige euch jetzt einmal, wenn wir das Problem haben, jetzt zum Beispiel das grüne Rad vollkommen falsch eingestellt zu haben. Da seht ihr, die Schlaufe wird quasi auf die Vorderseite gezogen. Wenn ich dasselbe jetzt wieder zurückstelle und auf der roten Naht ändere, sieht es von vorne erstmal okay aus, wobei man hier auch schon sieht, dass es sich ein bisschen wölbt. Aber von hinten seht ihr, dass quasi der Oberfaden nach unten mitgenommen wird.
Und das sind quasi die Problematiken, wenn der Unterfaden nach oben mitgenommen wird, dann müsst ihr am grünen Rad die Einstellung suchen. Wird der Oberfaden nach unten mitgenommen, müsst ihr am roten Rad die Einstellung verändern und meistens eben dann ein bisschen enger machen, also die kleinere Zahl einstellen. Wenn das blaue Rad, also die rechte Nadel, falsch eingestellt ist, die Problematik, wenn das blaue Rad nicht richtig eingestellt ist, seht ihr hier, dass die rechte Nadel quasi zu stramm sitzt und dass es dadurch die Naht in den Stoff reinzieht und die linke Naht eben nicht. Und dadurch kräuselt sich das Ganze auch unschön. Auf der Rückseite seht ihr den Stich der rechten Nadel überhaupt gar nicht. Das wäre die Problematik hier. Also wenn ihr das Problem habt, dass die rechte Naht komisch aussieht und auch zu streng ist, wenn man es jetzt hier sieht. Ich muss richtig ziehen, damit der Stoff nicht mehr gerafft ist. Die rechte Naht ist also das blaue. Wenn wir das jetzt wieder zurückstellen, verstellen wir noch einmal das orangene. Das wäre jetzt die linke Naht. Und hier habe ich die linke Naht zu eng eingestellt. Hier kräuselt sie sich richtig. Wenn ich jetzt das Stoffstück gerade ziehen würde, würde die Naht sofort auftrennen. Da seht ihr, das geht auf jeden Fall von der linken Nadel ab. Auf der Rückseite sieht diese Problematik so aus, dass die Stiche einfach sehr eng zusammengezogen sind. Und das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden, weil jetzt ziehe ich quasi den Stoff gerade. Würdet ihr auch beim Tragen machen. Und dann wird die Overlocknaht locker, weil ihr natürlich jetzt den Faden auch wieder rauszieht. Deswegen, sobald die rechte oder die linke Nadel unterschiedlich nähen, müsst ihr schauen, dass ihr die Einstellung an der Nähmaschine wieder für die Nadel 3 und 4 gleich habt. Ich hoffe, euch fällt das Einfädeln mit der Veritas Melanie jetzt richtig einfach. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt doch einfach in die Kommentare.